Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den japanischen Premiumkreuzer auf Stufe 6, die Eastern Dragon, am Start. Hierbei handelt es sich um eine Premium-Variante der Myoko, die man sich ja ganz normal erspielen kann. Hier haben wir halt nur als Besonderheit halt einen anderen Namen, denn natürlich eine einzigartige Tarnung. Und dass wir natürlich hier die Premium-Schussvorteile haben. Wie so oft sind natürlich diese Art von Tarnungen sehr Geschmackssache. Da muss jeder von euch selber wissen, ob ein das Schiff gefällt optisch. Man kann natürlich theoretisch auch normale Tarnungen nutzen, aber warum sollte man das machen, wenn man schon eine permanente Tarnung mit den besten Stats besitzt? Spielerisch ist dieses Schiff aber 1:1 auf dem Level der Myoko. Dort habt ihr hier keinen Vorteil. Und wir schauen uns natürlich an, welche Module ich nutze. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Kreuzern auf der Stufe. Dann gibt es natürlich noch die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch hier direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich im ersten Slot das Zielsystem Mod 1, im zweiten Slot Steuergetriebe Mod 2. Wir haben eigentlich schon eine relativ gute Ruderstellzeit hier bei diesem Schiff, aber nochmal ein bisschen besser schadet auf jeden Fall nicht. Und zu guter Letzt nutze ich das Tarnsystem Mod 1, um einen etwas besseren Tarnwert zu erreichen und auch die feindliche Streuung auf uns zu verschlechtern. Alternativ könnte man natürlich auch vielleicht Steuergetriebe Mod 3 spielen, wenn man wirklich komplett auf Ausweichen spielen möchte. Aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt, hier einen etwas besseren Tarnwert zu haben. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung 1 mit unendlich Aufladungen, dann das Sonar 1 mit 2 Aufladungen und einer Torpedoortung von 3 Kilometern und einer Schussortung von 4,2 Kilometern und zu guter Letzt noch den Katapultjäger 1 mit 3 Aufladungen. Weiter geht es mit den Werten, welche wir natürlich mit anderen T6 Kreuzern vergleichen werden. Bei Überleben haben wir 49 Punkte, Trefferpunkte sind 39.200, was auf jeden Fall sehr gut ist für die Stufe und die Panzerung sind 6 bis 102 mm. Dort schauen wir uns natürlich auch die Panzerung an und dort interessant, die Bugpanzerung hier nur 16 mm, also dort kommt natürlich problemlos jedes Schlachtschiff auf der Stufe durch. Wir schauen uns natürlich hier die verschiedenen Werte hier mal im Schnelldurchlauf an. Generell muss man auf jeden Fall sagen, dass wir hier bei diesen Schiffen eine relativ schwache Panzerung haben. Dort sollte man natürlich wirklich meiden, zu dicht an feindliche Schlachtschiffe ranzukommen. Sonst wird man dort relativ leicht rausgenommen. Und wir schauen uns natürlich auch nochmal schnell die Zitadelle an. Ziemlich groß hier auf jeden Fall und auch oberhalb der Wasserlinie. Also auch Kreuzer dicht bei uns an der Breitseite mit AP werden kein Problem haben, uns hier einige Zitadellen zu machen. Torpedoschadensverringerung sind 13%, was eigentlich ganz ordentlich ist, auf jeden Fall für die Stufe als Kreuzer. Und dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 61 Punkte. Bei der Hauptbatterie haben wir 5x2, 203 mm Geschütze mit einer Feuerreichweite von 14,9 Kilometer, was minimal überdurchschnittlich ist. Die Ladezeit sind 14 Sekunden, was etwas unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Dauer für die 180 Grad Kehre sind 45 Sekunden und das ist verdammt langsam. Das ist hier fast eine 180 Grad Kehre auf Schlachtschiff-Level. Also ihr müsst wirklich sehr, sehr bedenken, wie ihr euer Schiff platziert, um wirklich eure Geschütze mitzubekommen, weil das Drehen dauert wirklich sehr, sehr lange. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 3300 bei einer 17%igen Brandwahrscheinlichkeit und der AP-Granatenhöchstschaden liegt bei 4700. Wenn wir die Anzahl der Geschütze und die Ladezeit in Betracht ziehen, haben wir hier aber etwas unterdurchschnittlichen Schadensoutput für die Stufe bei den Kreuzern.
Und ja, es ist aber ein solider Feuerstarter auf jeden Fall. Und dort kann man auf jeden Fall auch mit der Kapitänsgelung noch einiges rausholen. Bei der Sekundärbewaffnung haben wir 4x227mm Geschütze mit einer Feuerreichweite von 4,5 Kilometer. Durch mein Modul, was ich schon verbaut habe, sind wir jetzt hier schon 200 Meter weiter. 4,5 ist der Standardwert. Ladezeit sind 7,5 Sekunden. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 2100 dort bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Weiter geht es mit den Torpedos. Dort haben wir 41 Punkte und wir haben hier wirklich massive Torpedobewaffnung mit 4x3 610mm Torpedos. Das ist natürlich mega mit einer Ladezeit von 82 Sekunden, was auch ordentlich ist. Dauer für die 180 Grad Kehre ganz normal 7,2 Sekunden durch unser Modul jetzt hier auch schon auf die 6 Sekunden reduziert. Höchstschaden ist hier 17.233, was wirklich richtig geil ist für die Stufe. Und Torpedoerkennbarkeit zur See sind 1,6 Kilometer, was halt nicht der geilste Wert ist, aber alle anderen Werte sind halt ziemlich nice. Daher hat der Gegner natürlich ein bisschen mehr Reaktionszeit, aber 10 Kilometer Torpedoreichweite wiederum ist natürlich mega nice und auch die Torpedogeschwindigkeit von 62 Knoten ist überdurchschnittlich für die Stufe. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 71 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 35 Knoten, was auf jeden Fall sehr, sehr schnell ist für die Stufe. Wendekreisradius von 780 Metern ist allerdings nicht so gut für die Stufe, also ein bisschen ja, hoher Wendekreisradius. Dafür ist aber die Ruderstellzeit wieder richtig gut für die Stufe mit 7,1 Sekunden. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 58 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 12 Kilometer, was genau im Durchschnitt liegt für die Stufe. Erkennbarkeit zur Luft sind 7,2 Kilometer, was auch genau im Durchschnitt liegt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite sind 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuer und im Nebel sind 6,7 Kilometer, was etwas unterdurchschnittlich ist. Dann kommen wir zur Kapitänsgelung. Dort nutze ich den Azulane Atago Kapitän mit der Basisfähigkeit der Tod von unten. Reduziert die Erkennbarkeit ihrer Torpedos, was ganz nett ist. In der ersten Reihe haben wir außerhalb der Reichweite geskillt, erhöhen hier die Reichweite um 10%, was natürlich super ist, hilft uns mehr Abstand vom Gegner zu haben, um ja einfach mehr Zeit haben, um auszuweichen. Und in der zweiten Reihe der Hauptgrund, warum ich diesen Kapitän nutze. Und zwar haben wir hier den Brandstifter. Erhöht den Schaden der Sprenggranaten und die Chance, ein Feuer zu verursachen auf Kosten von erhöhtem Schaden am Ehrenkreuzer. Wir haben natürlich schon eine sehr, sehr gute Brandwahrscheinlichkeit. Haus aus von 17%. Mit diesem Skill können wir das Ganze auf 25% erhöhen. Außerdem geht der HE-Schaden auch nochmal 10% nach oben. Als Nachteil natürlich, wir kassieren auch selber 10% mehr Schaden, da muss man natürlich noch mehr aufpassen, aber damit machen wir hier wirklich ein richtiges Monster draus mit einer Hammer-Brandwahrscheinlichkeit, wirklich guten HE-Schaden, das ist natürlich mega geil. Allgemein sollte man auf jeden Fall hier bei diesem Schiff hauptsächlich zu 90% oder 99% fast die HE-Munition nutzen, gerade wenn man Atago hat. Da haut man wirklich richtig Schaden raus. In der dritten Reihe nutzen wir Schwamm, senkt den eingehenden Schaden ihrer Kreuzer, erhöht die Geschützwiderstandsfähigkeit für jeden Schiffstyp und reduziert die Reparaturzeit der Geschütze. Hier ein bisschen unsere Überlebensfähigkeit erhöhen ist nicht verkehrt. Da wir gerade mit diesem Skill natürlich einiges verloren haben, versuchen wir das hier minimal mit auszugleichen. In der vierten Reihe nutzen wir fixiert, verbessert die Granatengruppierung der Hauptbatterie ihrer Kreuzer und die Hauptbatteriegenauigkeit für jeden Schiffstyp. Das ist natürlich auch ganz nett. Und als legendären Skill gehen wir hier nochmal voll auf die Nachladezeit mit der Nachwischstation. Verringert die Nachladezeit der Hauptbatterie ihres Kreuzers, um einfach häufiger zu schießen und dementsprechend auch mehr Brände zu machen. Das gleiche machen wir hier auch bei der Inspiration mit Francesco Mimbelli. Nochmal die Ladezeit runterdrücken. Und zusätzlich nutzen wir den Nikolai Kuznetsov, um nochmal die Hauptbatterie-Reichweite weiter zu erhöhen.
Alternativ kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, bei den Inspirationen den Gunichi Mikawa zu nutzen, um einfach die Erkennbarkeit zu reduzieren. Und das Ganze funktioniert natürlich am besten zusammen, wenn ihr noch als zweite Inspiration den europäischen Kapitän Jerzy Swirsky verwendet, welcher auch nochmal die Erkennbarkeitsreichweite reduziert. So könnt ihr auch einen richtig, richtig Hammer Tarnwert dort erreichen. Außerdem ist auch Viktor F. Einstein eine sehr gute Inspiration. Dort wird nämlich die Drehgeschwindigkeit der Geschütze erhöht und dort haben wir vorhin ja das Ganze angesprochen. Wir haben wirklich eine sehr, sehr schlechte Drehgeschwindigkeit. Das hilft euch natürlich dabei, eure Türme besser in Position zu haben. Alternativ ist auch der Charles Madden super dafür geeignet. Das ist so ein Zwischending zwischen den Einstein und dem Mimbelli. Hier bekommt ihr von beiden etwas, also Drehgeschwindigkeit etwas besser und reduzierte Nachladezeit, aber halt nicht ganz so viel wie bei den anderen beiden. Falls ihr den Azur Lane Atago Kapitän nicht haben solltet, würde ich alternativ den Isoroku Yamamoto als aktiven Kapitän nutzen. Und hier ist mehr oder weniger die Skillung, die ich dort nutzen würde. In der ersten Reihe müsste man für sich selber entscheiden, ob man dort die Brandwahrscheinlichkeit nochmal erhöhen möchte oder lieber die Reichweite haben möchte. Beides ist dort auf jeden Fall sehr gut zu gebrauchen, je nachdem, was euch besser gefällt. Und ansonsten würde ich Pyromane, Gepanzert, Fixiert und Nachfüllstation nutzen. Und die Inspirationen würde ich exakt genauso verwenden, wie ich eben bei Atago gezeigt habe. Wir werden aber, wie gesagt, Atago hier nutzen und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Schlafender Riese. Ein 5er-6er Gefecht haben wir hier erwischt. Herrschaftsmodus, ein Zerstörer, 4 Kreuzer, 4 Schlachtschiffe. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ich überlege gerade, ich würde halt gerne schon auf die linke Flanke fahren, wenn ich ehrlich bin, aber wir kriegen hier die Kurve nicht. Und vor der Insel langfahren ist halt ein bisschen riskant. Dementsprechend müssen wir jetzt mal, auch wenn es mir gerade nicht gefällt, minimal rückwärts fahren, um dort einfach hier die Kurve zu bekommen. Da rückwärts fahren ist natürlich nicht eine geile Sache, aber wenn man hier durch das Drehen von einem Hindernis geblockt ist, ist es halt ein bisschen uncool. Aber das reicht auch schon. Dort sollten wir jetzt rumkommen. Problem ist halt, ich fahre auch eigentlich relativ gerne mal auf der A-Außenseite. Bloß dort kann man halt wirklich mal das Problem haben, dass halt keiner von den Gegnern kommt. Und man fährt dann dort 4-5 Minuten rum und man kann halt nichts machen. Auf der anderen Seite ist in der Regel immer Action. Und wir wollen natürlich jetzt hier beim neuen Schiff hoffentlich etwas Action bekommen. Und ja, wir hätten natürlich auch vor der Insel langfahren können, aber da wäre es natürlich riskant gewesen, wenn dort ein feindlicher Zerstörer denn in die Mitte fährt, uns aufklärt und wir haben halt kaum Möglichkeiten, dann feindlichen Schlachtschiffen auszuweichen, weil die Insel hier im Weg ist. Von daher schauen wir mal. Wir versuchen auf jeden Fall hier so auf der C-Flanke zu unterstützen. Ja, guck mal, da wäre auch schon das feindliche Schlachtschiff gewesen. Und der Zerstörer auch im B-Cap. Gut, dass wir davor nicht reingefahren sind, davor gedreht hätten. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr böse ausgegangen, höchstwahrscheinlich. Normandie haben wir jetzt hier leider nicht erwischt. Hauen jetzt hier mal die Torpedos Richtung Cap, falls der feindliche Zerstörer dort offensiv fährt. Normandie hier. Hinten sind auch auf jeden Fall einige Schiffe. Haben wir jetzt Zerstörer in Akatsuki? Oh, Normandie schießt hier auf uns. Aber da waren wir zu schnell. Da ist einiges hier auf der Seite. Haben jetzt leider auch schon unseren Zerstörer verloren. Er ist in 4 Gegner reingefahren. Das ist natürlich ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Dementsprechend wird das wahrscheinlich auch ein sehr, sehr hartes Gefecht, wenn wir ehrlich sind.
Weil unseren einzigen Zerstörer direkt so früh verlieren, das ist nie gut. Das ist wirklich nie gut. Auch wenn er jetzt hier die Nelson getroffen hat. Bei einem Torpedotreffer war es das auf jeden Fall nicht wert. Nutzen jetzt hier mal unser Flugzeug. Vor allem hat er jetzt auch mit der Nebelwand uns noch geblendet, sozusagen. Unser Team. Das noch oben drauf. Nelson leider jetzt zu. Da ist er wieder offen. Da wäre natürlich schön, wenn wir ein permanentes Feuer drauf kriegen. Sehr schön, wir kriegen ein permanentes Feuer. Das ist angenehm. Aufpassen wegen der Insel hier. Hier sind natürlich einige Schlachtschiffe. Ah, da haben wir Glück gehabt. Wollte halt nicht rausdrehen, weil sonst wären wir vielleicht gegen die Insel gefahren. Das war jetzt einfach Glück, dass wir dort nicht eine Zitadelle oder sowas kassiert haben. Das wäre verdient gewesen, wenn wir ehrlich sind. Das wäre verdient gewesen. So, Scharnhorst brennt noch von uns. Gneisenau leider auch schon fast draußen. So, das ist die Gneisenau noch. Zwei Schiffe hier schon leider verloren. Brand auf die Gneisenau gemacht. Schadensbegrenzungsteam hat er genutzt. Und das nächste Schiff ist draußen. Immer einen permanenten Brand. Konnten wir nochmal hier auf die Gneisenau machen. Nelson fährt langsam vorwärts. Können wir natürlich mit den Torpedos immer relativ schön überprüfen. Natürlich immer angenehm, wenn man Schiffe mit Torpedos hat. Kann man immer gucken, wie schnell diese vorwärts, rückwärts fahren oder was auch immer. Auch wenn wir jetzt nicht getroffen haben, schlecht gezielt. Mittlerweile fährt er nämlich schon wieder rückwärts. Gehen wir auf die Gneisenau hier als nächstes. Endlich mal auch einer der Gegner rausgegangen. Normandie wurde per vernichtenden Schlag versenkt und die Gneisenau hat hier echt Reichweite, 18 Kilometer. Schaden mittlerweile erreicht. Oh, das tut weh. Jupp. Haben wir wieder Glück gehabt. Ich würde jetzt hier gerne noch die Gneiser ein bisschen abfackeln. Hat jetzt wieder das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Fahren jetzt wieder vorwärts. Sind natürlich hier unter massiven Schuss. Ein permanentes Feuer gegen die Gneisenau wäre natürlich jetzt nochmal super. Da haben wir eins. So, können uns jetzt hier nochmal um die Gneisenau kümmern. Au, 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 au. Nochmal mehr oder weniger Glück gehabt. Also, Scharnhorst ist natürlich auch nicht das Fernkampfschiff, muss man so sagen. Haben halt schon vier Schiffe verloren in unserem Team. Haben zwar jetzt die 100.000 Schaden geknackt. Großkaliber gab es jetzt hier auch. Aber das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz harte Nuss hier zu gewinnen.
Eisenhower hat jetzt hier das Schadensbegrenzungsteam wieder genutzt. Oh, hat einen schönen Hit bekommen. Von unserem Schlachtschiff. Können wir jetzt hier ein Feuer machen? Das wäre wichtig. Ah, kein Feuer. Eisenhower muss hier auf jeden Fall rausgehen. Ich kann hier auch relativ schlecht zielen, wenn wir ehrlich sind. Der Insel hier im Weg. Knappes Gefecht, knappes Gefecht. Ah, jetzt beschleunigt er voll. Ich hoffe, dass wir hier was jetzt treffen. Gegnerteam hat sich mittlerweile hier komplett von der Seite zurückgezogen. Na, immerhin jetzt einen Brand auf die Nelson gemacht. Aber konnte das Schadensbegrenzungsteam hier nutzen. Haben jetzt hier auch das nächste Schiff verloren. Wir sind jetzt auch relativ weit weg vom Schuss, wenn wir ehrlich sind. Zwei Brände gemacht. War, ich glaube, ein gegen die Nelson und ein gegen die Scharnhorst, wenn ich täusche. Vernichter. 60.000 Feuerschaden jetzt hier. So, die Gneisenau, die muss unser Team jetzt hier mal rausnehmen. Rüber. Ah, ärgerlich. Nicht rübergekommen. So, Nelson guckt natürlich in unsere Richtung. Schießt mit AE. Tut aber dennoch weh. Ah, ging noch. Wenn wir ehrlich sind, war es in Ordnung. 5000 machen wir zurück. Eisenhower schießt hier sogar auf uns. Nochmal mit HL. Ah, diesmal tat es auf jeden Fall mehr weh. Haben jetzt hier auch noch unsere Lyon verloren. Frage ist, können wir die Nelson hier noch mit Torpedos raushauen? Das ist die Frage. Jupp, wir können. Nichtsdestotrotz sieht es natürlich sehr schlecht aus für unser Team. Allein, dass wir den Zerstörer am Anfang verloren haben, das war halt nicht gut. Gucken wir mal, ob wir die Nürnberg noch bekämpfen können. Ein Treffer auf jeden Fall. Ah, da kommen wir nicht über die Insel rüber. Glaube ich zumindest. Nein! Ah, die Scharnhorst hat halt noch fast volles Leben. Das ist hier ein großes Problem. Die hätten wir ja auch schon etwas bekämpft in diesem Gefecht. Und die Gneisenau hat halt auch noch überlebt. Ah, Nürnberg fährt wieder rückwärts. Aber wurde rausgenommen. Dennoch hat das Gegnerteam halt den Punktvorteil durch die Caps. Nette Runde hier auf jeden Fall. Aber es wird leider nicht für den Sieg reichen. Und darauf kommt es ja schließlich drauf an, richtig? Daher
Zufrieden bin ich natürlich nicht. Persönliche Leistung war in Ordnung. ...180.000 Schaden erreicht. Ja, unsere Dallas wurde jetzt sogar rausgetorbt noch. Da machst du nix, da machst du nix. Aber haben auf jeden Fall Potenzial. Hier die Eastern Dragon und auch die Southern Dragon. Logischerweise sind ja Myokos. Brand wäre nochmal ganz nett. Aber das Gefecht ist hier leider durch. Eine Minute noch. Das Gegnerteam hat natürlich einen massiven Punktevorteil. Farnhorst wird hier auch zugehen. Ja. Ah, da haben wir nochmal den Kollegen. Hilft uns jetzt hier nochmal satt. 200.000 Schaden haben wir hier geknackt. Aber leider Gottes soll es nicht für den Sieg reichen. Nette Runde hier dennoch mit der Eastern Dragon. Mit der Southern Dragon haben wir natürlich auch schon eine nette Runde gehabt. Kann ich euch auch empfehlen. Da hat es dann auch für den Sieg gereicht. Kleiner Spoiler vorweg. Aber ja, Myoko allgemein ist natürlich ein Schiff, was Potenzial hat. Da brauchen wir nicht mehr schießen. Granaten kommen nicht mehr an. Und wir überleben auch an der Stelle. Leider, leider. Es hat halt schon sehr, sehr schlecht angefangen, müssen wir dazu sagen. Eisenau haben wir dort ein paar Mal verfehlt. Aber 200.000 Schaden geknackt hier mit 192 Zieltreffern. Ein Torpedotreffer, drei Ausfälle. Ein Schiff zerstört, 20 Brände, zweimal das Cap verteidigt, Vernichter, Brandstifter und Großkaliber. Und sind hier auch ein Teamergebnis auf Platz 1 gelandet. Nette Runde auf jeden Fall. Nürnberg auch gut gespielt und Gegnerteam war einfach eine gute Gesamtleistung. Das hat hier auf jeden Fall den Unterschied gemacht. Speziell natürlich auch die Akatsuki bis am Ende am Leben gewesen. Das war natürlich auch sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 631.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Das ist auf jeden Fall nett. Dann gab es noch einiges an Erfahrung. Und das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Eastern Dragon gewesen sein. Die Southern Dragon habe ich auch hochgeladen. Das sind natürlich die identischen Schiffe. Die Myoko ist damit auch gleich. Schaut dort gerne auch mal rein, wenn ihr euch dort für interessiert. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server, schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute, haut rein, ciao, ciao.